Ah. Servus Manfred. Ja, servus, ja, der Thomas hier. Ja, grüß dich. Was brauchst du? Ja, es ist urgent. Okay, also Dringlichkeit, Stufe Nummer 1. Alles klar, kein Problem. Schnittstelle, okay. Von und zu SAP-System. Ja, das ist klar, das kennen wir. Also letztendlich ja Datenquellen, unterschiedliche Datenquellen, unterschiedliche Datenformate. In Echtzeit, okay, passt schon. Rein und raus ins SAP-System. Ja, sagen wir mal so, ist ja typisch deutsches Mittelständlerproblem. Ja? Deutsche Industrie und Produzenten. Ja, haben wir, können wir lösen, klar. Kein Problem, ja super. Gerne morgen um 1, wie gehabt. Sehen wir uns in Teams. Bis dann. Ciao, Manfred. Ja, das war der Manfred mal wieder. Ja. Also es ist letztendlich, das sind halt so Standardthemen. Manfred, immer wieder Standardproblem. Also SAP ist eines der vorherrschenden Themen im gehobenen Mittelstand letztendlich. Eigentlich schon, also die meisten können nicht aus, weil aus Grund der Lieferketten und so weiter, weil Zulieferer, Kunden und so weiter, jeder nutzt es. Es ist ein hochstandardisiertes System und nichtsdestotrotz sind häufig sehr stark individuell einfach auch Anforderungen gegeben und man hat einfach noch ein Sammelsurium und Potpourri, so wie der Franzose sagt, Potpourri an anderen, also ein Fleckenteppich auf Deutsch gesagt, an anderen Systemen und da werden überall Daten erzeugt mit der zunehmenden Digitalisierung, unterschiedlichste Daten, das können irgendwelche Siemens-Maschinen sein, es können aber auch sonstliche Datenquellen sein aus anderen CRM-Systemen, CMS-Systemen und so weiter, die halt einfach nicht aus welchen Gründen auch immer nicht aus demselben Hersteller. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel vom Anruf von Manfred. Ja, das ist ein IT-Leiter von einem Maschinenbauer, ungefähr ja, 5000 Mitarbeiter, knapp 700 Millionen Euro Umsatz, also so ein typischer Maschinenbauer eben aus Deutschland. Und ja, also die haben einfach einen zusätzlichen Standort. Naja, ich sage jetzt nicht wo auf der Welt, aber letztendlich da ist dieses Thema nach wie vor vorherrschend. Wie ist also die Herangehensweise? Kannst du da helfen bei solchen Themen? Letztendlich geht es ja darum, letztendlich eine Schnittstelle zu schaffen. Also letztendlich ein Programm oder ein Stück Software, ein Code, der halt einfach, egal welche Datenformate auch immer, ja, mehr oder weniger in Echtzeit halt lesen kann. Ja, zudem kommen dann meistens noch Erschwernisse zu, dass letztendlich die Daten teilweise zwischendrin auch noch irgendwie über diverse Proxy-Systeme dann auch noch zwischengespeichert werden. Also nicht alle sind irgendwie in Echtzeit vorhanden, manche sind dann doch wieder in Echtzeit vorhanden und so weiter. Das ist halt auch, ja, dann kommt noch hinzu, dass letztendlich manche Daten irgendwie von Maschinen generiert würden. Dann manche andere Daten dann wieder teilweise manuell, also durch Menschenhand, ja, und dann auch noch in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Schriftzeichen oder was der Kuckuck alles noch. Ja, so die typischen Herausforderungen aus sehr erfolgreichen deutschen Produzenten, die aber sehr global eben auch tätig sind. Und also sogenannte Hidden Champions könnte man auch so sagen, Wie kannst du da helfen mit der GenP-Soft? Also, ja, grundsätzlich, also du hast es ja schon angesprochen, die Schnittstellenthematik, man kann eigentlich mal so grob schon mal zwei Sachen unterscheiden. Einmal die technischen Herausforderungen, also was du gemeint hast mit unterschiedlichen Formaten, ist dann meistens ja technisch bedingt oder auch Zeichensätze ist ja ein technisches Problem eher. Du hast aber auch so diese fachliche Herausforderung, dass die Daten halt auch inhaltlich irgendwie zusammenpassen müssen. Also den Vergleich oder die Problematik mit Rechnen per Einkaufspreis und Rechnen mit Verkaufspreis, die ist ja hinlänglich irgendwie bekannt. Also da muss man halt schauen. Und genau das ist halt irgendwie auch so der Knackpunkt. Dir ist halt nicht geholfen mit jemandem, der halt rein das technische Verständnis hat, sondern es muss halt auch jemand sein, der auf technischem Niveau auch die notwendigen fachlichen Inhalte relativ schnell
reinkriegt. Also da hilft dann oft auch nicht unbedingt so, dass sich ein Requirements-Engineer da irgendwie so das Datenmapping nur überlegt, sondern da braucht es wirklich auch auf der technischen Ebene unter Umständen auch so ein gewisses Verständnis, weil du sonst, wenn es jetzt ein reines 1-zu-1-Mapping ist irgendwie, sonst bist du halt da ziemlich schnell verloren. Also man muss, denke ich, auch schon in der Entwicklung dann die Zusammenhänge so ein bisschen zu verstehen. Also ein einfaches Beispiel, ich hole mir irgendwie einen Vertrag und habe halt hier drei Referenzen auf Vertragspartner 1, Vertragspartner 2 und dann noch irgendwie zweiter Zeichnungsberechtigter oder sowas. Dann muss ich als Entwickler halt schon auch verstehen, okay, da geht es jetzt um Personen, die dann vielleicht noch, wo ich die Personendaten dann vielleicht nochmal separat an einer anderen Schnittstelle abfragen muss, um irgendwie für die dritte Schnittstelle, an die ich das Ganze dann reinpumpen will, alle Daten vorliegen zu haben, die ich da brauche. Und dann muss ich aber verstehen, okay, das ist jetzt, hier geht es irgendwie um Personen und die Personen sind vielleicht an einer anderen Stelle abzurufen, als jetzt die Vertragsdaten an sich. Also da wäre ich vorsichtig, das, praktisch die Kompetenz rein auf die technische Kompetenz abzustellen. Und insofern ist es halt wichtig, dass man da irgendwie einen Partner auch hat, der auch die Fachlichkeit, zumindest die Möglichkeit hat, in die Fachlichkeit so weit einsteigen zu können, wie es halt notwendig ist. Das ist auch so ein klassisches Thema, wo ich mit Outsourcing unter Umständen dann Probleme kriege, weil da ist halt möglicherweise einfach kulturell unter Umständen das Wissen oder der Rahmen überhaupt nicht. Also ist ja überhaupt nicht böse gemeint. Also die machen andere Sachen gut, aber bei sowas halt kann es halt sein, dass der Rahmen halt überhaupt nicht passt. Also wenn ich jetzt, da muss ich gar nicht mehr weit gehen, wenn ich ins europäische Ausland gehe und einen Italiener nach einem Freistellungsauftrag frage, dann kommt die Rückfrage, brauchen wir das? Und da komme ich halt dann nicht weiter, weil in Deutschland ist halt vorgeschrieben. Also das ist halt so ein Punkt, wo man sich halt dann schon irgendwie Gedanken machen muss, inwieweit, das Fiese ist halt, es ist, sag ich mal, für den Entscheider recht schwer zu überblicken. Also der weiß nur, hier kommen irgendwo Daten raus und irgendwie hätte ich es gerne in diesem System drin. Kann doch nicht so schwer sein, andere schaffen es auch. Aber die ganzen Implikationen, die damit verbunden sind, das zu durchschauen, das ist für den Entscheider oft schwer und darum ist es für den auch oft schwerer, gute Entscheidungen zu treffen, mit wem man sich das Ganze antun will. Ja, okay, aber grundsätzlich, wenn jetzt jemand ein Problem hat mit SAP als solches, weil du jetzt halt nicht der SAP-Experte bist, bist du aber indirekt dann doch wieder der richtige Ansprechpartner, wenn es eben um diese Undoggings geht. Und dabei spielt es nicht mal eine Rolle, ob das jetzt SAP ist oder Adobe oder Sitecore oder Core Media oder Oracle oder IBM oder egal, wie sich diese Lösung letztendlich nennt. Du bist jetzt sozusagen der systemunabhängige Neutralist, oder? Also quasi komplett. Ja, ich würde mich so ein bisschen als Mörtel zwischen den Ziegelsteinen bezeichnen, könnte man vielleicht sagen. Also, ja, also ja, also der Klebstoff, der halt die Systeme dann ein bisschen zusammenhalten kann. Also ein bisschen. Ja, also die moderne Software-Systeme haben ja an sich erstmal Schnittstellen. Also ist das Problem ja schon quasi gelöst? Nein, also sie haben halt eine Stelle, an der man Daten abrufen kann und an der man vielleicht auch Daten hinterlegen kann. Das ist meist in 90% der Fälle halt irgendwie möglich. Das Problem ist halt, dass das, was rauskommt, nicht unbedingt zu dem passt, was wieder auf der anderen Seite rein soll. Also dieses Puzzleteil, was dazwischen drin steckt, das gilt es halt zu finden und entsprechend zuzuschneiden im Endeffekt. Ja. Also da geht es halt um Datentypisierung und oder ja, wie gesagt, also es fängt mit technischen Unterschieden an. Das eine System haut das Zeug irgendwie in einem XML-Format raus und das andere System liest es aber als JSON über FTP ein. Also, ja. Also was ich ja auch schon hatte, ich habe letztens mal mit einem IT-Leiter gesprochen, da hat der so quasi grundsätzlich Microsoft-Systeme unterschiedlichster Art, SharePoint etc. Und dann auf der anderen Seite ERP war dann im SAP und auch Maschinen, also war auch ein Produzent. Und er meinte dann, er bräuchte so eine Art MES-Lösung oder so eine Zwischenlösung eben auch, ne? Also wie man die jetzt auch immer nennen mag. Und da habe ich gesagt, naja, es gibt doch bestimmt Lösungen, die SAP anbietet oder auch und oder auch Microsoft direkt, ne? Also wieso jetzt eine individuelle Softwareentwicklung, habe ich mir einfach direkt gefragt, ne? Also nicht einfach sofort gesagt, ja, können wir, na, machen wir und so und so viel, sondern wieso, ne? Vielleicht gibt es ja auch was von Microsoft oder was von SAP. Und dann meinte er explizit,
ja, ich möchte gerne aber was individuell entwickelt haben, ich möchte explizit diese Lösung, dieses Zwischending, ja, diese Middleware, können wir so nennen, oder MES oder wie auch immer man es dann betitelt, will ich explizit nicht von weder Microsoft noch von SAP. Deiner Meinung nach würde mich da interessieren, als Chefentwickler und Senior Engineer, welchen Grund könnte das denn haben? Naja, wenn du halt die Lösungen von den etablierten Anbietern nimmst, dann kannst du halt auch nur so gut sein wie alle Konkurrenten, die gleichen Lösungen haben. Also wenn du da irgendwie... Genau, also das, also einen anderen Grund gibt es ja nicht, irgendwie was selber zu machen. Also um sich da irgendwie selber zu verewigen, dazu ist es ein bisschen zu teuer. Deswegen sind auch viele zu Recht oft auch sehr zurückhaltend. Aber ich denke schon, dass es da wirklich Stellen gibt, wo, wenn man es richtig einsetzt, man einen gigantischen Hebel halt auch haben kann. Also wenn man da an den richtigen Stellen, richtigen Schritte zur Digitalisierung oder zur Automatisierung geht und da unter Umständen halt auch erkennt, wo Potenziale sind, dass eine individuelle Software mehr rausholen kann als eine Standardlösung, dann hast du da halt unter Umständen einen Vorteil, der sich über Jahre halt wirklich auch durchziehen kann, weil so schnell kann dir das dann auch ein Konkurrent nicht irgendwie nachmachen. Gut, vielleicht wird dann irgendwann mal in der Standardsoftware die entsprechende Feature auch noch mit eingebaut, aber da bist du halt dann unter Umständen schon mal 2, 3, 4, 5 Jahre voraus mit dem Ganzen. Hast du auch deine ganzen Learnings gemacht, die andere vielleicht dann auch erst machen müssen. Also jetzt die komplette Firma irgendwie alles auf individuelle Software dann aufzusetzen, das kann sich kein Mensch leisten. Da ist halt einfach der Trick oder die Herausforderung, dass man die Punkte identifiziert, an denen halt wirklich da ein Hebel, also so ein Leverage-Effekt dann entsteht, wo ich halt die investierten Kosten für die Entwicklung, die halt auch nicht so gering sind, wirklich über die Skalierung dann entsprechend rausholen kann. Ja, cool, danke dafür. Also es ist ein hochinteressantes Thema, ja, weil man eigentlich denken müsste, und es ist ja auch quasi, so kann ich auch viele IT-Leiter auch von größeren Firmen zitieren, wir machen nur noch den Standard und so weiter. Das spricht ja auch vieles dafür, weil ab einer gewissen Komplexität, die mit einhergeht, mit einer gewissen Größenordnung von einer IT-Abteilung innerhalb eines größeren Unternehmens, und wir reden hier wirklich von Unternehmen, die machen mehrere Milliarden Euro Umsatz teilweise oder hoch neunstellige Summen zumindest, also mehrere hundert Millionen, meistens über 500 Millionen Euro. Das ist dann meistens so die Größenordnung. Also Umsatz alleine zählt natürlich nicht. Aber dass die sagen, ja, wir wollen so viel Standard wie irgendwie möglich. Und dann gibt es dann doch immer wieder so kleine Teilthemen, Unterthemen und so weiter, die man da so rauskapselt. Und zwar explizit mit, also on purpose, ja, on exprès würde der Franzose sagen, dass man sagt, okay, wir wollen hier explizit eben genau nicht diesen Standard aus welchen Gründen auch immer, also das können Wettbewerbsvorteile sein, etc. pp. Da haben wir ja auch schon viele Blogbeiträge zu dem Thema gemacht. Ja, wann Standard, wann individuelle Lösung, haben auch schon Videos gedreht. Also da einfach mal auf unserem YouTube-Kanal von der Genpeace GmbH halt mal auch ein bisschen vielleicht durchstöbern. Ja, auch gerne mal auf die Webseite gen-p-soft.com. Da gibt es einiges, also hunderte von Blogbeiträgen bereits. Auch zu diesem Thema einfach mal auf der Suche nachschauen oder in den Kategorien mal ein bisschen rumstöbern. Ansonsten jederzeit auch gerne direkt bei dir melden. Ja, einfach ein Terminchen buchen. Ja, also der Michael nimmt sich sogar persönlich immer noch gerne die Zeit, solange die Mindestkriterien natürlich erfüllt sind, für ein persönliches Face-to-Face Teams-Call-Gespräch. Ja, einer der Mindestkriterien ist natürlich Minimum Budget von 1 Million Euro. Ja, in diesem Sinne, wenn ihr das Video gesehen habt, geliked habt, wolltet, mochtet, und dann gerne auch den Daumen hoch, ansonsten auch gerne einen Kommentar da lassen, uns Inspiration geben, auch vielleicht für weitere Videos. Ja, dann nehmen wir uns auch gerne die Zeit. Und ansonsten bis zum nächsten Video auf YouTube oder auf LinkedIn. Bis dann, ciao. Ciao.